Hallo, das ist Lisa. Sie hat seit einiger Zeit rausstechende blaue Streifen an den Beinen und wundert sich darüber. Also beschließt sie, zum Arzt zu gehen. Wenn ihr wissen wollt, was Lisa hat und woher es kommt, dann bleibt dran. Tschu. Tschu. Lisa erfährt, dass sie Krampfadern hat. Diese entstehen, wenn sich Blut im Körper staut und es dadurch nicht mehr richtig fließen kann. Die Bewegung, also das Fließen des Blutes durch den Körper, wird durch Muskeltätigkeit unterstützt. Das Blut, welches nach oben, also zum Herzen gepumpt wird, kann durch spezielle Klappen nicht nach unten zurückfließen. Wenn aber diese Klappen wie bei dieser nicht mehr richtig schließen, kann ein Teil des Blutes nach unten fließen und sich im Extremfall Blutturbulenzen, sogenannte Krampfadern, bilden. Meistens sind Krampfadern harmlos, so auch bei Lisa. Sie will jetzt eine Kompressionstherapie beginnen, sich wieder mehr bewegen sowie lange Steh- und Sitzzeiten vermeiden.